Ja, hallo, ist wieder GBFAK, der Altmeister. Heute mit einem Let's Play von Kingdoms of Germany. Lange war es angekündigt und jetzt ist es endlich angekommen. Von Realism Entertainment, the Video Game Perfectionists. Details, Details, Details. Und mit Sounds vom Fat Man. Ja, und Brian Wodnik war der geistige Vater dieses Spiels. Ist ja, Kingdoms of Germany ist ja im Grunde genommen nur ein Add-on für das andere Spiel Vikings Fields of Conquest, was zuerst kam, was im Grunde genommen genauso aussieht, nur hier hast du eine andere Map, nämlich Deutschland. Das heißt, du hast viel mehr, oder sagen wir, den Mitteleuropa. Du hast auch Teil von Frankreich und Niederlande hast du drauf und Polen oder Österreich oder was auch immer so um Deutschland herum liegt, nicht wahr? Und ja, das heißt, du bist hauptsächlich auf Landkämpfe angewiesen. Ja, im Gegensatz zu den zu der Insel England quasi, wo du Irland mit dabei hast und dann dementsprechend mehr Flotten bauen musst auch. Das kannst du hier im Spiel auch, aber du hast da verdienst du eigentlich nur du brauchst nicht so viele Flotten dafür, um die Inseln zu erobern. So, was ich hier mache, ist, wir stellen erstmal den Schwierigkeitsgrad ein. Es gibt sechs Schwierigkeitsstufen: leicht, normal, mittel, hoch und schwer, sehr schwer. Also das sind fünf, nicht sechs. Und wir spielen auf sehr schwer. Und wir spielen gegen sechs Computergegner und erhöhen einmal die maximale Anzahl an Provinzen, die der Computer oder auch wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen. 196 Provinzen gibt es insgesamt im Spiel. Und die muss man alle erobert haben, um zu gewinnen. Man kann das natürlich auch runterfahren auf 50. Und dort sieht man dann eben, oder dort braucht man eben nur 50 Provinzen, um das Spiel zu gewinnen. Das heißt, der Erste, der 50 hat, gewinnt das Spiel. Der wird König von Deutschland und danach beendet sich das Spiel einfach. Ja, wir haben uns hier GBF von Ostfriesland genannt. Und die anderen Namen lasse ich alle so. Wir haben Xaver von Hessen, Craig von Burgund, Delos aus Franken, Gregor von Sachsen und Georg aus Bayern. Und ja, Katapulte sofort langsam, da kann man dann eben, ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich lasse es immer auf langsam und der Unterschied ist, glaube ich, eher marginal. Ich glaube, es geht darum, wie schnell die gebaut werden können, glaube ich. Aber wir lassen es einfach auf dem Standard-Setting, denn ich habe da keine Probleme bis jetzt. Was man, ja, gut. Das sind alle Provinzen. Ich könnte das jetzt mal runterbrechen auf und die ganzen Inseln rausnehmen, weil dann ersparen wir uns das später, nämlich die ganzen Inseln mit erobern zu müssen. Aber da das sowieso ein etwas längeres Let's Play wird, werden wir auch dann entsprechend alle Provinzen uns einsacken, weil dann haben wir es uns auch verdient, sage ich mal, weil das ist wirklich sehr schwer, ist nichts ohne Grund sehr schwer. Ja, in einer Sitzung werden wir das hier nicht schaffen, das kann ich schon mal sagen. Und ja, legen wir doch erstmal los und gucken, was so auf uns zukommt. Und zwar werden wir hier gebeten, unsere Burg zu positionieren, unsere Stammburg. Die können wir zufällig irgendwo hinschmeißen lassen von der CPU, aber wir wählen sie uns selber. Hier sehen wir schon mal das ganze Land hier. Da haben wir jetzt auch Ostfriesland und dann die Ostsee. Hier unten ist dann Österreich quasi und wir setzen unsere Burg hin, hier bei Vechta. Der Grund, warum ich nicht nach Ostfriesland pappe, ist, man bekommt alle Provinzen in diesem Umkreis um die Burg, wo man sie hingepflanzt hat. Aber nicht, wenn man, ja, doch. Ja, und alle, wenn man hier quasi die Burg platzieren würde, bekommt man bloß diese drei Provinzen hier drumherum. Während, wenn man sie hier in Vechta platziert, diese ganzen Provinzen herum dazu bekommt. Deshalb lege ich es dorthin. So, und gleich zu Anfang haben wir hier schon zwei Burgen um uns herum, zwei feindliche. Das ist natürlich wunderbar, wunderbar schlecht im ersten Moment natürlich. Aber es kann sich für uns auch von Vorteil auswachsen. Was wir jetzt machen können, ist Nahrung und Ernte. Das ist immer das Erste, was man macht. Da kann man hier dann eben Felder bebauen lassen und oder wenn Hunger dort herrscht, kann man auch Getreide zu den Menschen hinschicken. Ich kümmere mich ehrlich gesagt immer selten darum, weil das ist nicht mein Fokus in in meiner Taktik. Und wir sehen auch, dass hier drei Mann patrouillieren und zwei neue angeheuert werden können. Das passiert, wenn wir jetzt weitergehen, können wir hier auf die Provinz klicken und hier eine Burg
bauen lassen, in mehreren Stufen. Es gibt erstmal macht man das Land flach, ebnet das ein und danach kann man dort einen Bergfried errichten. Und dann können gegnerische Einheiten, die über keine Katapulte verfügen, egal wie groß sie sind, können nicht mehr in dieses Land rein. Das ist eigentlich sehr praktisch. Aber das werden wir jetzt noch nicht machen, weil der Gegner wird Katapulte haben und uns dann platt machen mit seiner Übermacht. Hier auf diesem Button kann man eben noch Swordsman, Archer, Crossbowman und Pikeman hier sich kaufen für verschiedene Preise und die anderen kosten auch noch alle ein bisschen Kohle. Warum sie die nicht eingedeutscht haben, keine Ahnung. Aber wir sind ja des Englischen einigermaßen mächtig. Was wir dann noch haben, ist hier das Feldzeichen. Das heißt, damit kann man dann eben die Armeen in den Provinzen bewegen. Wir haben 2 Stück hier gerade mit 11 Mann. Und können denen dann hier Befehle erteilen, wie gehe in Provinz oder greif an und raste. Man kann auch einen Eilmarsch machen, dann verlieren sie ein bisschen von ihrer Ausdauer sozusagen und kämpfen schlechter. Hier sehen wir ein bisschen angezeigt unsere ganzen Rohstoffe, die wir noch haben, also Holz, Stein und Blei. Wir werden viel Blei brauchen später hin. Und wir können es natürlich auch verkaufen. Und wir können auch Brot verkaufen, wenn wir davon was übrig haben. Bringt manchmal ein bisschen mehr als durch Steuern. Also nee, bringt nicht mehr, aber es ist ein kleiner Nebenverdienst, den man eventuell mal braucht. Das ist die Übersicht hier gerade am Anfang. Und wir speichern schon mal den Beginn ab. Und ich zeige einmal die ganze Landkarte, damit wir einen ungefähren Überblick haben über die Situation, die Lage, wie es aussieht. Was auf Schwierigkeitsstufe schwer, sehr schwer halt ist, dass der Gegner, die KI, 2 Provinzen dazu kriegt um seine Stammburg, wir aber nur eine. Deshalb sieht das hier so gerade so schlecht für uns aus. Und ich kann auch nur sagen, es wird nicht besser. Es wird nicht wirklich besser. Gut, die nicht eroberten Provinzen kann man, das ist der Volkswiderstand so wieder genannt. Dort kann man damit kann man die Provinzen dann ja, sich einverleiben, ohne dass man mit gegnerischen Armeen zu tun hat. Das ist einfach nur quasi, das sind die Rebellen, wie in Medieval zum Beispiel Total War, die einfach nur in den Provinzen hocken und darauf warten, dass man sie erobert, sozusagen. Dann gibt es hier noch den Button Erzvorkommen suchen. Das heißt, man kann hier, aber auch nur im Gebirge, logischerweise, kann man hier Erzvorkommen irgendwo finden, Gold oder Blei oder was auch, oder Steine. Und Landschaftstypen gibt es auch. Hier in Fechter zum Beispiel kriegt man 3 Holz pro Runde. Und hier 4. Also in Ostfriesland kriegt man gar nichts. Und das heißt, wir bekommen ein bisschen mehr Holz rein. Das ist nicht schlecht. Was wir als erstes machen werden, ist, da wir am Anfang hier überall in den umliegenden Provinzen noch Soldaten haben, wenn wir die alle einziehen mit diesem Button hier. Autosammeln Anzahl 15 Stück holen wir uns aus dem Umland und schmeißen sie alle hier in unsere Stammburg. Das heißt, die sind jetzt schutzlos. Das hat aber auch seinen Grund, weil schützen kann man die mit so wenig Leuten sowieso nicht. Das hat einfach keinen Sinn. Deshalb setzen wir sie lieber sinnvoll ein. Und was wir dann noch machen werden, ist, wir werden Ritter kaufen. 5 Stück. Und dann einen ganzen Haufen Swordsmen. Vielleicht auch ja, noch ein paar Bogenschützen. Aber die kosten natürlich ein bisschen mehr. Archer und Crossbowman. Ja, die Archer, das sind normale Bogenschützen und Crossbowmen, das sind Armbrustschützen. Die werden erst im Grunde eigentlich nur dann angegriffen, wenn alle Nahkämpfer besiegt sind im Kampf. Und ja. Sind ganz nützlich. Vor allem Crossbowmen können gegnerische Ritter über den Haufen ballern. Und schießen ein bisschen besser, angeblich. Man sieht den Kampf ja nicht. Aber sie haben nur einen Schuss pro Runde und die Archer können zweimal schießen, also sind die da ein bisschen schneller auch. Naja, wie das halt so war. So, jetzt haben wir wieder 0 Geld, 0 Goldeinheiten und werden jetzt unsere Hauptarmee, Armee 1, Angriffsarmee 1, mit unserer Garnison abgleichen. Das heißt, jedes Heer hat 15 Tage pro Runde zur Verfügung. Und die Stammburg hat aber auch Tage oder die Besatzung, die dort ist. Und da sie jetzt ungleiche Resttage haben, muss man eben das Heer runterbrechen, auch auf 6. Man kann es ja nicht erhöhen, also muss man es runterbrechen, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen, sozusagen. Und wir schieben jetzt in Armee 1 alles an Truppen rein, was wir gerade gekauft haben. Ja, nehmen wir auf alles. Dann haben wir 96 Männer in der Armee. Und wir werden auch nochmal hier wechseln mit der anderen Armee 2, die werden wir auch ein bisschen schröpfen. Und lassen da dann 5 Leute drin und nehmen auch den Champion mit. Champion ist wie ein Mounted Knight, nur noch besser. Somit haben wir eine ziemlich starke
erste Armee und ja, greifen einfach mal wild hier so ein paar Länder an. Aber wir haben nur noch 2 Tage, das heißt, wir können höchstens mit einem Eilmarsch noch hier in unsere befreundschaftete Provinz rein, ins Grasland, aber wir können nicht mehr angreifen. Deshalb ist das alles gelb hinterlegt. Gut, mehr können wir dann diese Runde auch nicht machen. Und ich sag mal, Runde Ende. Es geht sehr schnell vorbei. Wobei ich kann hier auch Anpassungen an schnelle Computer machen. Dann sehen wir ein bisschen, was der Computer macht, der Gegner. Er greift zum Beispiel unsere Provinz an und ja, erobert sie natürlich sofort. Und auch das ist hier Delos, der Franke, der uns da hier unsere 2 Provinzen da wegschnappt. Und das können wir nicht wirklich verhindern, wobei wir es versuchen können. Und holen uns die jetzt auch wieder zurück. Oder wir greifen erstmal hier an. Der Widerstand des Volkes wird stark sein. Und da haben wir 21 gegnerische Kämpfer und verlieren aber auch nur einen haben wir jetzt verloren und hier sehen wir die Auflistung, wer tot ist und wer verwundet ist, der kommt aber nach dem Kampf wieder. So, und jetzt haben wir die Provinz erobert und können jetzt, da wir noch 9 Tage haben, auch noch in diese eine fränkische Provinz rein. Armeen können übrigens sehen, wenn dort sich eine gegnerische Armee aufhält. Das heißt, wenn hier eine Armee gewesen wäre, dann hätten wir die jetzt auch gesehen. Da wir aber keine sehen, ist auch keine Armee und das heißt, wir können da ohne Probleme so reinrennen. Hier könnte sich jetzt eine Armee befinden, weil hier, obwohl wir diese Provinz besitzen, haben wir keine Armee in dem umliegenden Feld. Zumindest nicht zum Anfang der Runde. Das geht immer zum Anfang der Runde. Jetzt ist zwar da Armee da, aber die war nicht zu Anfang der Runde dort. Das heißt, sie sieht jetzt nicht, wir sehen jetzt nicht, was in den anderen Provinzen los ist. Bis auf dieser hier, weil hier eine Armee ist, wissen wir, dass hier auch keine Feinde lauern. Da wir aber hier nur 5 Mann haben, werden wir da nicht angreifen. Sondern stattdessen werden wir jetzt hier anfangen, Katapulte zu bauen. Ja. Und die kosten ordentlich Blei und Holz und Gold. Und wir brauchen 10 Stück. Das ist das, worauf wir uns jetzt erstmal konzentrieren werden. Verkaufen ein bisschen unser Brot. Und ich glaube, Steine können wir auch verkaufen. Ja, und beenden dann die Runde. Wir sehen noch, was der Gegner so macht. Oh, das ist hier Lord Craig, der da sich unten rechts weiter ausbreitet. Ich will nur hoffen, dass nicht einer von denen wieder so übermächtig wird, weil dann haben wir schneller ein Problem. Es ist gut, wenn die sich lange gegenseitig bekämpfen und vor allen Dingen sich nicht gegenseitig die Stammburgen wegschnappen, weil das ist nämlich meine Aufgabe hier in dem Spiel. Und 51 Soldaten hat er da eingesetzt. Ja, das Problem auf sehr schwer ist einfach, dass der Gegner dir haushoch überlegen ist am Anfang. Und es hat keinen Sinn, auf konventionelle Art und Weise gegen diesen zu kämpfen. Das ist einfach Quatsch. Das bringt nichts. Und er muss auch gar keine Schiffe bauen. Er ist gerade einfach auf die Insel rübergelaufen. Wir müssen dafür schon einen Hafen bauen. So, ein Katapult ist fertiggestellt. Und jetzt sehen wir auch, dass hier sich hier Armeen hier rundherum befinden. Wir sehen auch, dass hier eine Provinz flackert. Das heißt, wir müssten hier eigentlich wieder ein Feld hinlegen, aber das kostet natürlich ordentlich Kohle, deshalb werden wir es lassen. Weil das brauchen wir momentan alles selber für unsere Militärindustrie. Und wir haben nicht genug Rohstoffe auf Lager. Uns fehlt nämlich das Blei. Das heißt, wir müssen es teuer nachkaufen. Und können dafür aber ein bisschen Holz verkaufen, weil davon haben wir ein bisschen mehr. Blei, 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 blei. So, ich werde mich nicht mit den gegnerischen Armeen anlegen, sondern immer nur dahin gehen, wo er gerade nicht hockt mit seiner Armee. Weil die sind dann immer leicht zurückzuerobern auch. Hier sehen wir auch den Einfluss. Das spielt eine Rolle, wie gut die Leute kämpfen. Je besser der Einfluss ist, desto besser kämpfen unsere Leute. Aber da wir hier eine totale Übermacht haben, ist das alles kein Problem für uns. Und gehen dann hier in diese Provinz hinein. Auf gut Glück, da könnte jetzt eine Armee hocken. Und aber da steckt bloß ja, 30 Leute und die können wir mit unserer Truppe recht schnell platt machen. Und haben nur 2 Leute im Grunde verloren. Schnappen uns einfach mal seine Provinz und sehen aber auch, dass hier
Die Provinz, die wir am Anfang hatten, sich gerade diese hier, dass sich da der unser Bayer-Freund und der Franke drum kloppen schon. Das heißt, es ist gut, dass sie sich gegenseitig attackieren. Hier sind drei Burgen in einer Reihe. Das ist schon viel. Da unten ist noch eine und hier ist eine. Ja, das wird interessant. Das ist alles dicht auf dicht hier. Ich werde mal wieder speichern. Weil es gibt immer die Gefahr, dass es nicht so gut läuft. Ich werde noch ein paar Archer einstellen. Ein paar Schwertkämpfer. Einfach um, falls der Gegner wirklich mit Katapulten ankommt, er mich ja recht schnell überrennen könnte. Die KI hält sich aber zurück, wenn da eine Burg ist. Da muss sie natürlich erstmal Katapulte haben, sonst bringt das alles nichts. Sonst pff, kann eine Armee, egal wie groß sie ist, kann einfach nicht in dein Land rein. Also, wenn da irgendeine Burg steht, auch wenn es nur ein dummer Turm ist, dann ist das blockiert. Es ist tatsächlich wie eine Blockade. Okay, dann ja, beenden wir die Runde und gucken weiter. Die KI schiebt ihre Armeen gerne vor sich her, an einer bestimmten Front. Da hat man dann alle sozusagen auf einem Haufen. Hier war unser Einfluss auch gut, aber da wir keine Leute da haben, nützt uns das auch nichts. Unser Einfluss war gut, aber wir haben keine Leute da. Da hat die KI der Sachse schon eine Burg, eine kleine, fertiggestellt. Hat gleich losgelegt. Hier sehen wir auch komischerweise dann das zur Verfügung stehende Geld unserer Gegner. Und die gegnerischen Armeen scheinen hier gerade nicht so groß, aber sie sind, sind ein paar mehr. Wenn man da dann einfach so reinmarschiert. So, wir müssen jetzt irgendwie wieder zurückkommen mit unserer Hauptarmee. Damit sie nicht umzingelt wird, weil das möchte ich auch nicht. Und auch wenn wir nur wenig Verluste haben, früher oder später werden sie dann, wird es kritisch, sage ich mal. Und da muss man dann eben darauf achten, weil diese Armee ist jetzt unser gesamtes Kapital, diese Hauptschlagarmada sozusagen. Da stopfen wir momentan alles rein. Nämlich dann später auch die Katapulte. Und alles andere. Ja, Geld haben wir nicht mehr. Bewegen können wir es auch nicht mehr. Also, Runde Ende. Und ich werde jetzt gleich auf schneller schalten, damit wir diesen ganzen Kram hier, was auch immer die KI da gerade aus würfelt, nicht sehen müssen, weil das ist für uns tatsächlich irrelevant, was die KI macht. Wir werden ab und zu mal auf die Landkarte gucken, um zu sehen, wie der aktuelle Stand ist und uns dann denjenigen vorknöpfen, der gerade übermächtig wird. Weil das ist auch nicht in unserem Interesse, weil wir brauchen eine Weile, um richtig stark zu werden und dementsprechend müssen wir aufpassen, welcher Gegner hier überhand nimmt. Das Problem, wenn so viele Burgen auf einem Haufen sind, ist schlicht und ergreifend, dass sie ja, sich sehr schnell in den Haaren haben. Und wir sehen gerade, wie hier bei uns quasi massive Schlägerei ist. Und der Grüne in Ruhe seine Provinzen auf der einen Seite ausweiten kann oder auf der anderen Seite, da er besser positioniert ist. Wir sehen das hier schon sich entwickeln. Dass der sich hier schön ausbreiten kann, dieser hier genauso und Craig ebenso. Der so wirklich im Bedrängnis ist, ist hier der Franke, weil er kann von allen Seiten sozusagen angegriffen werden, während die anderen sozusagen den Schutz des Kartenrandes haben. Den haben wir natürlich auch nicht, aber wir wollen ja unbedingt auf sehr schwer spielen, haben keinerlei Minen oder sowas, wir haben bloß Wald und ja, da müssen wir jetzt sehen, wie wir da durchkommen. Ist natürlich ein bisschen zäh, aber das ist die einzige Art, die ich gefunden habe, wie man dieses Spiel hier auf dem Schwierigkeitsgrad schaffen kann. Das Problem ist schlicht und ergreifend, der Gegner ist übermächtig. Er hat mehr Geld, er hat mehr Provinzen und kann dich von allen Seiten platt machen. Und zu versuchen, die Provinzen außer deiner Stammburg zu sichern, ist zu diesem Zeitpunkt einfach utopisch. Ja. Das macht keinen Sinn. So. Das kann ich wohl mal sagen. So, jetzt schalte ich wieder auf höhere Geschwindigkeit.
Und da sehen wir schon, wir bekommen jetzt bloß noch die Meldung, wer wo angegriffen hat, aber solange es nicht unsere Hauptburg ist, kann uns das egal sein, tatsächlich. Weil sie sind einfach nicht zu halten, sowieso nicht. Also machen wir uns auch gar nicht erst die Mühe, sondern begnügen uns damit, ab und zu eine Provinz wieder zurückzuerobern, damit wir zumindest ein bisschen mehr Einnahmen haben auch. Hier sehen wir gerade, dass wir nicht genug Gold haben. Und auch rohstoffmäßig wird es knapp. Das heißt, wir brauchen mehr Holz. So. Bis zur nächsten Runde sind keine Aktionen möglich. Ja, genau. Weil es ja gerade, wenn eine Provinz gerade erobert worden ist, ist ja klar, es ist ein bisschen Chaos im Land. Und das heißt, da kann man dieser Runde noch nichts machen. Und wir verlieren hier Provinz um Provinz, aber das ist alles Teil des Plans, wenn man so will. Also es ist nichts, was uns massiv sorgen sollte. Was die KI auf dem Schwierigkeitsgrad auch hat, ist, dass sobald sie eine Provinz erobert hat, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall hat sie jedes Mal frische Truppen quasi da drin, so 30 Leute oder so, und du brauchst auch schon mindestens 100 Leute, damit du ganz minimalen Schaden auch nimmst von diesen im Grunde genommen nur Grenzwächtern, die da platziert worden sind. Und das kann dich auf Dauer dann schleifen, ne? Schlauchen und schleifen. Und deine Armee, in die du alles gesteckt hast, irgendwann dann kann sie mal an den Falschen geraten, wenn man so will. Und das ist ja nicht in unserem Interesse. Weil, wie gesagt, wir brauchen das. Wir haben ja schon 5 Katapulte. Ein paar mehr bräuchten wir noch. Wir können auch schon mal mit der Garnison wieder ein bisschen ausgleichen, damit wir unsere Schwertkämpfer wieder ein bisschen aufstocken. Die Crossbowmen lassen wir drin. Verteidigung und ja. Betrachten einfach, wie unsere anderen Länder auch noch eingenommen werden. Das ist einfach nicht zu verhindern. So, jetzt haben wir bloß noch unsere Stammburg. Das ist der derzeitige Status. Er sieht bescheiden aus, aber es hat alles seinen Sinn. Wir sind am Anfang sind wir einfach der Underdog und wir können es uns nicht leisten, einen Mehrfrontenkrieg mit diesen übermächtigen Leuten zu führen. Das ist einfach nicht machbar. Ja. Und deshalb werden wir nur sporadisch eine Provinz zurückerobern. Einfach um zu zeigen, dass wir noch da sind. Und sofort wieder zurückgehen und die Runde beenden. Wir verlieren die Provinz natürlich auch in derselben Runde wieder. Wir können es eigentlich auch lassen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht einfach lasse, weil das ist auch ein bisschen nervig, jede Runde das zu machen. Ich hatte nur manchmal den Eindruck, dass der Gegner sich dann darauf konzentriert, meine Stammburg anzugreifen und Katapulte zu bauen. Und darauf habe ich ja natürlich wenig Lust. Aber ich glaube, das macht er sowieso. Na, es ist ein bisschen, es gibt nicht so viele Hinweise im Internet, wie dieses Spiel so zu machen ist und zu schaffen ist. Und die Strategien, die man da findet, sind auch alle für das andere Spiel, was aufgrund seiner anderen Geografie, nämlich Inseln und sowas und auch wesentlich weniger Provinzen, so im Großen und Ganzen viel mehr Grenzen. Da es eine Insel ist, gibt es ja viel mehr Meer, also auch irgendwie Grenzen, wenn man nicht gerade eine Flotte hat. Aber hier ist ja alles offen im Grunde genommen, weil hier kannst du so durchrennen im Grunde genommen. Und das heißt, du brauchst eine bessere Grenzsicherung mit Bogen. Und da ist auch schon wieder ein paar Türme sind entstanden. Ja, und mehr Katapulte brauchen wir. Das ist jetzt unser Fokus. Wir sehen, die gegnerischen Armeen, vor allem des Bayern, lauern um unsere Burg herum, um Vechta. Die warten nur darauf, dass wir einen Fehler machen. Aber wir werden keinen Fehler machen, sondern schön hier hocken bleiben. Und abwarten. Bis wir unsere
Schlagarmee zusammengespart haben. Ja. Wir können auch ein paar Runden. Ich überspringe jetzt einfach ein paar Runden. Sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen blöd aus, aber es hat seine Gründe. Weil ich will ein bisschen. Ich brauche mehr Geld. Das ist ein altes Problem, was so mancher kennen dürfte. Und kaufen wir auch noch ein bisschen Rohstoffe. Wir kriegen pro Runde nur ungefähr 9 Gold von unserer Stammprovinz. Wenn die anderen sich alle schön prügeln, müssen wir eben sparen, sparen, sparen. Auf der Landkarte sieht es jetzt so schon aus. Und wir sehen, der Grüne wird in die Ecke gedrängt, hier an die Küste. Auch wenn er sich auf die Inseln da oben retten will. Der Orangene geht hier quasi in diesem gegen den Uhrzeigersinn. Und auch der Bayer ist, sieht nicht so frisch aus hier, weil er von Craig belagert wird. Und der hier, Craig frisst sich gerade in den Orangenen, also in den Hessen hinein. Und der frisst sich quasi hier nach oben hindurch. So, das geht irgendwie, gegen den Uhrzeigersinn. Als ich der Blaue ist ein bisschen, unser Franke ist ein bisschen durcheinander. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Er lungert hier um meine Burg herum. Was für ein Penner. Ich heiße dieses Verhalten nicht gut. Aber wir haben schon 8 Katapulte. Und danach können wir uns dran machen, unsere Schlagarmee zusammenzustellen. Mehr als 10 Katapulte braucht man nicht. Mehr kann man auch gar nicht einsetzen in einer Runde. Aber 10 Katapulte reichen aus, um jede Stammburg zu knacken. So, Bogen haben wir jetzt genug. Katapulte meine ich. Und jetzt heißt es Armee aufbauen bis hin zu 200 ist Minimum. Ich tendiere mehr zu 250 Leuten. Und das heißt, wir geben unser ganzes Geld jetzt für Swordsmen aus. Die sind am billigsten und kriegen es gewuppt. Brot können wir verkaufen, Holz können wir auch verkaufen, brauchen wir jetzt alles nicht mehr wirklich. Steine brauchen wir auch nicht. Alles in unsere Truppen. La 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 la. Ja. Wir hocken in unserer Burg. Und da brauchen wir auch noch eine Besatzung, die unsere Burg, unsere Stammburg verteidigen wird. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Oh oh. Oh 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 oh. Es ist schon passiert. Der Franke hat schon eine weitere Stammburg, die von vom Grünen, glaube ich, erobert. Der schon gar nicht mehr existent ist im Grunde genommen. Ne, der hat nur noch 3 Provinzen, ist quasi weg vom Fenster jetzt schon. Und der Blaue breitet sich da weiter aus. Jetzt seine zweite Stammburg hat. Das heißt, er dürfte unser erstes Ziel sein. Weil das kann ich nicht zulassen, dass er mit 2 Stammburgen hausieren geht. Und seine Stammburg hat sogar eine Provinz, eine Mine. Und daneben ist sogar noch eine Mine. Das werden wir uns schnappen. Eine Mine, wie Gimli sagen würde. Es ist eine Mine. Eine Mine. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Ja. Obligatorische Herr der Ringe-Referenz. So. Ritter können wir auch noch ein paar nehmen, wenn wir dann auch Blei hätten. Eigentlich im Englischen ist es, glaube ich, Eisen. Ich weiß nicht, warum das hier Blei ist im Deutschen. Wir machen schon aus Blei Waffen. Aber naja. So, wir können uns 10 Ritter leisten und dann noch ein paar. Ritter sind auch ziemlich gut. Die würde ich auch immer mitnehmen. Katapulte können wir auch schon mal einladen. So, 135 Leute haben wir, das ist aber noch nicht genug. Und deshalb lassen wir den Gegner, die KI, ein bisschen rumfummeln. Während um uns herum die Hütte brennt, im Grunde genommen, wie man hier sieht. Weil der Franke wird mir unsympathisch mit seiner Ausweitung hier. Er hat schon fast alle anderen vertrieben.
und steht schon quasi an der Grenze zur nächsten Burg, die er erobern will. Also das wird mir langsam wirklich, wirklich, kann ich nicht mehr tolerieren jetzt langsam. Zumal auch der Bayer hier langsam rausfliegt. Zumindest ist sein Land ziemlich geteilt. Aber der Franke wurde. Ne, warte mal, hat er jetzt die Burg wieder verloren? Wen hat er denn jetzt verloren? Ja, tatsächlich, er hat sie verloren. Da wird er. Nee. Ah, er hat jetzt sich zwei Burgen geschnappt hier. Craig da unten. Was für ein listiger Luchs. Aber trotzdem will ich mir die Burg schnappen. Das ist nämlich eine Mine und das ist nah bei. Das heißt, da haben wir. Da überlappen sich unsere Grenzen sozusagen. Aber das ist ja alles noch spekulativ. Momentan können wir sowieso nichts anderes machen, als abwarten und unsere Kräfte für den großen Schlag sammeln. In der Hoffnung, dass der Gegner gar nicht weiß, was ihn trifft. So, wenn wir das jetzt auf 125 Provinzen gelassen hätten, die man erobern muss, um das Spiel zu gewinnen, hätte man sich ja denken können, dass das Ganze ja, nicht so schön geworden wäre. Wenn einer von diesen Leuten jetzt übermächtig wird, wie Craig zum Beispiel, und sich dann eben entsprechend den Titel wegschnappt, während wir hier noch hier lustig unsere Sachen sparen. Da hat der Sparer das Nachsehen. Aber wir sind Investoren. Wir werden uns so schnell nicht ins Boxhorn jagen lassen. So, wie viele Leute haben wir denn jetzt schon? Ja, ist immer noch nicht genug. Nee, das reicht noch nicht. Es reicht einfach noch nicht. Oh, es könnte reichen. Wir können es gleich mal ausprobieren. Vielleicht haben wir Glück und die Burg ist vollkommen unterbesetzt und dann erübrigt sich alles Weitere. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Entweder ist die Burg vollgestopft mit 1000 Leuten, oder sie ist unterbesetzt mit 50 oder irgendwie sowas. Und dann hast du natürlich leichtes Spiel mit deiner Armee. So, es wird Zeit. Ah, wir können nur noch 32 anheuern. Ja, das ist auch eine Begrenzung. Einerseits, wie viele Leute du in der Provinz anheuern kannst und wie viele verfügbar sind im Grunde genommen, wie viele Leute und wie viele du anheuern kannst. Aus welchem Grund auch immer ist das auch limitiert. Also fragen Sie mich nicht. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Provinzanzahl zu tun. Jetzt können wir nur wieder fünf neue anheuern. Das ist natürlich wenig. Aber wir werden jetzt Folgendes machen. Wir laden jetzt voll. Wir lassen noch 13 Leute zurück, also 15 insgesamt. Und versuchen dann schon mal eine Burg zu erobern. Eine gegnerische. Und versuchen den gegnerischen Armeen auszuweichen, weil wir wollen ja unsere Kräfte schonen und nicht schon im Vorfeld reduziert wissen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht in der Burg angegriffen werden. Nein, okay. Ach, jetzt können wir auch schon wieder mehr Leute anheuern, das ist super. Auf einmal geht es dann wieder. Wahrscheinlich, weil wir eine Provinz erobert haben. Das ist dann die. Ja, da ist ein Zusammenhang. So. Und jetzt können wir die Burg angreifen. Ja, machen wir es einfach. Hier sehen wir unsere Katapulte, die alle ein bisschen Schaden nehmen. Feuern. Das hört man so ein bisschen, das Dunzen. Und hier sehen wir, wie viele Mauerteile es insgesamt gibt, wie viele schon durchbrochen worden sind und wie viel die jeweilige Mauer gerade, wie stark die gerade ist. Das hat nämlich damit zu tun, je mehr Mauerteile wir durchbrechen, desto effizienter kämpfen unsere Leute innerhalb der Burg. Also je kaputter die gegnerische Burg ist, desto besser können wir die Leute da drin bekämpfen. Was jetzt aber passiert ist, unsere Archer und Crossbowmen wurden von den gegnerischen Archer und Crossbowmen über den Haufen geballert. Deshalb sollte man die eigentlich auch gar nicht mitnehmen, weil das bringt einfach nichts. Du kannst einfach mit deinen Katapulten ankommen und die wegpusten. Gib dich gar nicht erst mit diesen Leuten hier ab, weil die schießen dir deine Leute sowieso über den Haufen, wenn du nicht gerade eine 3 zu 1 Übermacht hast. So, hier können wir schon. Wir könnten schon stürmen, aber wir werden alle Mauerteile zerbrechen. Wir haben schon 50 und mit Rechtsklick kann man ja, wie in den Kämpfen auch, das Ganze eilig machen, das heißt verschnellern den Kampf. Und hier ist der Einfluss natürlich sehr stark, das ist eine Stammburg. Und wir kämpfen hier jetzt mit unseren Leuten gegen seine. Und er hat 100 Leute. Wir haben auch. Es wird knapp. Oh, es wird knapp. Es wird knapp. Wir verlieren zu viele Leute.
zu viele Leute. Das ist... Nein, wir haben verloren. Aua, aua, das tat weh. Ja. Nee, wir brauchen noch mehr. Das geht so nicht. Ja, das war jetzt hier... Wir hätten sie beinahe gehabt, aber unsere... Er war... Es waren zu viele für uns. Deshalb müssen wir da jetzt noch aufrüsten. Wir haben zwar... 65 Leute haben noch überlebt von uns, aber das ist einfach nicht tragbar für uns, so viele Leute verloren zu haben. Deshalb werden wir das Spiel jetzt wieder laden und uns entsprechend wieder weiter aufrüsten, bis wir 350 haben, würde ich sagen. Vielleicht noch mehr. Mal sehen. Das ist alles... Alles noch nicht ganz austariert. Bei mir gerade. Ja, unser Land hungert. Ich weiß. So. Und wenn ich jetzt eine Provinz erobere, müsste ich ja wieder mehr Leute anheuern können. So habe ich das jetzt verstanden, das System. Ja. 42 sogar. Hammerhart. Dann machen wir das. Also hat es doch einen Sinn, da doch ab und zu mal eine Provinz zu erobern. Da kann man mehr Leute anheuern. Und das wollen wir jetzt ja auch. Massig Leute anheuern. Massig Leute. Wir brauchen mehr Leute. Ja, und in dieser Provinz waren nur 14 Schwertkämpfer. Wenn da keine gegnerische Armee ist, befinden sich dort auch nur Schwertkämpfer und nichts anderes. Es sei denn, es ist eine Burg. In der Burg befindet sich schon was anderes. Aber so in der normalen Provinz, wo nichts anderes ist, ist einfach auch nichts mehr als Schwertkämpfer normale. So. Und der Grüne ist vollkommen weggepustet worden. Der ist schon jetzt aus dem... Der Sachse ist schon aus dem Spiel rausgeflogen. Schade. Das heißt, aber ich sehe gerade hier, wie Craig, wie er unten hier sich seine... sich zur Küste vorfrisst. Und ganz ehrlich, das kann ich nicht tolerieren. Da werde ich jetzt dem Ganzen gleich einen Riegel vorschieben. Weil er hat jetzt schon fast 3 Stammburgen. Das geht gar nicht mehr. Oder? Das ist ein intolerables Verhältnis. Ich wollte ja erst die Burg da haben. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Oh, jetzt kann ich nur 6 anheuern. Was ist denn für ein Gelumpe? Ich werde hier gelumpt. Wieder nur 5. Ja, auch nur 5. Was haben wir, Quatsch? Auf einmal geht's nicht mehr, oder wie? Das ist ja dumm. Aha. Interessant. Warum das jetzt geht? Gehen wir mal in diese Provinz. Können wir dann auch wieder Leute anheuern? Ja, 18, okay. Ha. Also irgendwie irgendein Schlüssel wird da benutzt, um das irgendwie möglich zu machen. Aber mir fällt gerade nicht ein, welcher. Wir machen einfach weiter wie bisher. Holen uns unsere Provinzen zurück. Um sie dann gleich wieder zu verlieren. Aber wir zeigen, dass wir noch nicht ganz hinüber sind. Und dass man noch mit uns rechnen muss. So. Nee, immer noch nicht. Ha, so langsam wird's merkwürdig. Ja, mit nur 15 Leuten erobert er meine Provinzen. Das ist natürlich dann auch wieder... Ja. Unschön. So. Auch wieder nur 4. Ja. Ich die erobere... Da wieder mehr Leute anheuern. Nee.
Nee, ich weiß wirklich nicht, was da jetzt wieder das Problem sein soll. Alle Jubeljahre können wir mehr Leute anheuern, aus welchen Gründen auch immer. Rasten und ausgleichen und uns den Rest der Armee holen. Lassen wir wieder 10 da. So, mit 392 Mann sollte es eigentlich machbar sein. Und vielleicht haben wir Glück und der Gegner ist auch schon ganz woanders jetzt, oder hat seine Truppen schon woanders jetzt eingesetzt. Hat sie aus seiner Burg rausgeholt. Man kann ja auch neue Armeen schaffen, man ist ja nicht nur auf zwei Armeen begrenzt. Aber das kostet auch ein bisschen was. Wir haben gerade nicht genug Rohstoffe. Ne, das brauchen wir nicht, das hier brauchen wir. Ah, ich habe nicht genug Männer für diese Aktion. Toll. Wie erfreulich. So, jetzt will ich aber endlich eine andere Burg haben. Also Archer werden wieder weggepustet. Wir durchbrechen die Mauer und haben es wieder mit 126 Kämpfern zu tun. Diesmal läuft der Kampf aber weitaus besser für uns. Und ja, wir hatten relativ wenig Verluste, nur 113. Darunter leider auch drei Ritter und einen Champion. Aber die Swordsman kann man leicht ersetzen. Ah, sehr gut. Damit haben wir jetzt eine der sechs Bogen, nee, zwei der sechs Bogen in unserer Gewalt und werden sie auch nicht wieder hergeben. Und können jetzt 150 Leute hier zu Hause anheuern. Was machen wir auch gleich. Man sollte ungefähr 50 Leute, ungefähr sollte man definitiv schon haben in seiner Stammburg. Weil sonst fühlt sich der Gegner befähigt, da reinzurennen und einen, um seine Provinz zu erleichtern. Runde beenden und ja, verlieren wieder nur unsere normalen Provinzen. Was durchaus zu verkraften ist. Das sind wir schon gewohnt, wir kennen sie gar nicht anders. Ja. So, jetzt können wir, da die Burg aber noch beschädigt ist, können wir sie aber für 60 Gold reparieren. Wir brauchen nicht großartig Steine, wir brauchen einfach nur 60 Gold. Und ja, können dabei ja auch unsere Armee ein bisschen versorgen. Verkaufen noch ein bisschen mehr Holz, was wir übrig haben, ein bisschen Brot, was wir übrig haben. Und können sie dann auch schon reparieren. So, und die Festung ist repariert und gehört jetzt uns. Setzen wir noch zwei Leute rein und damit ist sie auch schon ein bisschen, zumindest gegen vorbeilaufende Bauern gesichert, die da unbedingt rein wollen. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich unsere Hauptschlagarmee wieder auf den alten Stand bringen und uns dann der nächsten Attraktion zuwenden. Ja, und wenn wir dann alle haben, werden wir uns daran machen, unsere Position auszubauen und dann den finalen Schlag hoffentlich zu führen gegen den derzeitigen amtierenden Champion, Mr. Craig, der hier den ganzen Süden kontrolliert, während hier die Bayern irgendwie zwischen ihm und den Franken zerquetscht werden. Und auch der, was war das, Thüringen? Sieht auch nicht so gut aus. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Dabei hat er eine gute Startposition hier, dass er die verloren hat. Ist einfach nur dem Umstand geschuldet, dass er sich zu sehr hierher konzentriert hat mit seinen Truppen und nicht einfach gegen Craig gegangen ist, der natürlich dann leichtes Spiel hatte, hier einfach durchzubrechen und ihm seine Stammburg wegzuklauen. Also kann ich nur sagen, was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Joa, so viel erstmal dazu. Das ist dann unsere erste Station, die wir jetzt gemacht haben. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann entsprechend weiter. Mal sehen, wie schnell wir es diesmal schaffen, da durchzukommen. Ja, das war GBF Akademeister mit dem Let's Play von Kingdoms of Germany. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.